Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Genshin Impact. Bevor das Video richtig startet, möchte ich euch noch kurz mitteilen, meine Freundesliste ist voll. Ihr seht hier oben 45 von 45. Ich kann im Moment keine weiteren Freundschaftsanfragen annehmen. Also falls du das hier siehst, tut mir leid, ich werde dich die Tage wahrscheinlich annehmen. Ich gucke mal, ob ich meine Freundesliste ein bisschen aufräumen kann. Ich werde Leute aus der Freundesliste entfernen, die mehrere Tage offline sind. Und eventuell auch Leute entfernen, mit denen ich tatsächlich noch nie gesprochen habe. Also die mir tatsächlich auch nichts sagen vom Namen her. Falls ich dich versehentlich rausschmeißen sollte und du zu meiner Community gehörst, dann sag mir bitte Bescheid. Ansonsten muss ich sagen, wer zuerst kommt, mal zuerst. Also wenn jetzt Leute auf meiner Freundesliste sind, mit denen ich mich auch unterhalte und mit denen ich auch Sachen mache, dann werden die natürlich auch auf der Freundesliste bleiben. Und wenn die Freundesliste dann halt voll ist, dann ist sie halt voll. Und wenn ich niemanden mehr entfernen kann, dann geht das halt nicht mehr. Deswegen, falls ihr eine größere Freundesliste wollt, denkt daran, es in die Umfragen mit reinzuschreiben, die ja immer wieder mal von Genshin Impact gemacht werden und man am Schluss immer was selber reinschreiben kann. Dann schreibt da bitte auch rein, dass ihr eine größere Freundesliste haben möchtet. So, zum eigentlichen Thema des Videos. Und dazu muss ich kurz umschalten, einen Moment. So, da bin ich wieder. Das Hoyolab hat eröffnet, oder zumindest, ich glaube, es gab es schon vorher, aber es gibt jetzt wieder eine neue Webaktion und die scheint meiner Meinung nach auch dauerhaft zu sein. Und zwar kann man sich hier jetzt eintragen. Ich verlinke euch die Seite natürlich auch wieder in der Videobeschreibung, dass es eben einen Einlog-Bonus gibt. Ich kenne das gewöhnlich so, dass das im Spiel der Fall ist, aber hier ist es wohl auf der Webseite der Fall. Ich zeige euch die Webseite dann auch gleich direkt. Da bekommt man dann verschiedene Einlog-Belohnungen und man kann irgendwie die Kampferfolge jetzt auch im Forum nachschauen. Das steht hier alles erklärt, wie man das machen soll mit der Account-Info und alles. Wie gesagt, das könnt ihr euch alles in Ruhe durchlesen. Ich verlinke euch das. Und wenn ihr hier dieses Einlog-Event machen möchtet, oder halt, das ist ja eigentlich kein Event, weil wie gesagt, ich denke, das bleibt dauerhaft, dann ist das diese Seite. Und dann müsst ihr euch einfach nur einloggen und dann könnt ihr das holen. Und wie ihr sehen könnt, also das geht den ganzen Monat. Da könnt ihr euch täglich einloggen und dafür bekommt ihr auch Urgestein tatsächlich. Insgesamt 60 Stück, so wie es aussieht. Am Schluss gibt es dann noch einen Haufen Geld. Und halt auch Aufstiegsbücher und Aufstiegsmaterial für die Waffen. Das finde ich halt extrem gut. Es gibt auch noch so ein bisschen Fleisch und Zeugs. Das ja, ist nice to have, muss jetzt aber nicht unbedingt sein. Wenn ihr euch das erste Mal hier einloggt, dann bekommt ihr hier auch zusätzlich nochmal 100 Urgestein und 10.000 Mora. Nur das nur als Info nebenbei. Dankeschön. Und dann seid ihr jetzt hier eingeloggt und das müsst ihr jetzt halt einfach jeden Tag machen und dann bekommt ihr die restlichen Belohnungen. So, da ist mir kurz die Aufnahme abgeschmiert. Ich wollte nur noch sagen, wenn ihr dann hier drauf gedrückt habt, dann erscheint hier auch ein Fenster, wo ihr das eingesammelt habt. Und dann steht hier, dass ihr das eingesammelt habt. Ihr könnt das auch hier nochmal nachgucken. Aber es wird halt über die Webseite gemacht. Das finde ich ein bisschen komisch tatsächlich, weil normalerweise hat man sowas im Spiel selber. Vielleicht wird das noch eingefügt, das weiß ich nicht. Und ich weiß auch tatsächlich nicht, ob die PlayStation 4-Spieler das hier machen können, weil ich glaube, die haben ja keine richtigen Einlogdaten. Also sie melden sich ja über ihr PS Plus, glaube ich, an. Und da weiß ich nicht, ob das funktioniert. Also da müssten die PS4-Spieler vielleicht mal gucken, ob da tatsächlich vielleicht doch was im Spiel steht oder vielleicht auch einfach den Support anschreiben, weil ich weiß tatsächlich nicht, wie das funktionieren soll. Und dann war es das jetzt auch schon mit dem Video und ich wünsche euch eine schöne Zeit und sage auf Wiedersehen. Ciao, ciao und bye, bye.